So, einen wunderschönen guten Tag, Sam Spicy ist mal wieder am Start. Heute mit der kommen wir trinken zusammen auf die bittere Niederlage der deutschen Nationalmannschaft. Gestern gegen Frankreich 0-2 verloren. Was soll man dagegen nur sagen? War ein, ja, nicht direkt ein Trauerspiel, so, aber ich fand das schon etwas verwunderlich, dass ein italienischer Schiedsrichter das Spiel pfeift, nachdem wir die ja rausgekegelt hatten. Obwohl ich ja eigentlich für beide Mannschaften bin, wie schon einmal erwähnt, fand ich es trotzdem etwas ja, kurios, dass ein italienischer Schiedsrichter die Pfeife in den Mund genommen hat und auch wirklich alles dafür gegeben hat, eigentlich gegen uns zu sein. Natürlich haben wir es nicht geschafft, Tore zu schießen, was den gesamten EM-Verlauf eigentlich sowieso nicht allzu gut gelaufen ist. Der Sturm, die Abwehr stand eigentlich so ganz gut, bis auf natürlich das Boateng dann abgekackt ist. Aber was soll man machen? Deswegen auch dieses schnelle Video mal eben kurz da rein, damit ihr oder ich ein bisschen was darüber erzählen kann, was ich darüber denke. Und ja, jetzt sind wir auf jeden Fall am Arsch. Wäre natürlich schön gewesen, im Finale gegen Portugal zu spielen, aber gut. Nichtsdestotrotz werde ich wahrscheinlich trotzdem für die Franzosen sein im Finale, aber mal abwarten, was da noch so auf uns zukommt am Sonntag. Wir haben Freitag heute, deswegen habe ich gedacht, komm, aufgrund dieser ja doch etwas zarten oder harten Kost, harte Kost, trinken wir uns mal zusammen ein Bier. Und ich habe mir einfach mal gedacht, dass wir, oder wenn ihr Lust habt, so nehmt ihr euch einfach mal zwei Kannen Bier jetzt und probiert das mit mir zusammen in 5 Minuten zu schaffen. Normalerweise dürfte das für mich jetzt kein Problem sein, aber vielleicht habt ihr noch nicht so, ja, sagen wir mal, die Schnelligkeit oder so, das in 5 Minuten zu schaffen. Das ist ja schließlich 1 Liter. Schafft nicht jedermann, und also in der Zeit. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, wir legen jetzt einfach mal los auf eine relativ, ja, doch gute EM, die wir gespielt haben, da wir ja im Halbfinale rausgeflogen sind. Dann durch unter den Top 4 immer noch besser wie nichts. Wer hätte das vorher gedacht? Hätte vorher irgendeiner gesagt, komm, ihr schafft es bis im Halbfinale. Hätte ich auf jeden Fall so unterschrieben gehabt. Und ja, mal gucken. ja, nichtsdestotrotz kommt mich gerade ein kleines Hühnchen besuchen auch. Man sieht es leider nicht, aber mal gucken, was ihr davon haltet, wie gesagt. So, jetzt müssten wir mal eben kurz einen kleinen Break machen, aber ich komme gleich wieder. Ja, Freunde, da bin ich wieder. Sorry für die kleine Unterbrechung, normalerweise mache ich es ja nicht, tue ich halt einen kleinen Break da rein. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Es kam gerade jemand runter, mit dem muss ich mich jetzt erstmal kurz unterhalten. Naja, kommt vor, ne? Deswegen mache ich normalerweise hier immer die Tür zu und so und alles, damit man nicht unbedingt gestört wird. Da verstehe ich auch so Leute wie den Gronkh halt, der nur nachts aufnimmt, weil tagsüber, egal was, man, also wenn man was aufnimmt, passiert immer was. Entweder klingelt das Telefon, irgendeiner mit dem Rasen, es klingelt an der Tür, der Postbote kommt, was weiß ich was, oder stehen irgendwelche Leute auf einmal in der Tür drin. es passiert eigentlich immer irgendwas, da kann man nur auf die Nacht hoffen, wo alle pennen und man endlich seine Ruhe hat, aber gut. Das nur so nebenbei. Wie gesagt, wir legen jetzt direkt los. 2 Bier, 5 Minuten. Würde ich sagen, falls ihr Lust habt, da mitzumachen, dann macht's einfach. Es gibt einen kleinen Track von der Club Explosion. Ich habe jetzt auch von einigen Leuten gehört, die gesagt haben, Menschenskinder, mach mal die Mucke nicht immer ganz so laut. Das werde ich heute mal ein bisschen was berücksichtigen. So, und werde die Mucke so dezent im Hintergrund laufen lassen. Ich hoffe, ihr könnt dann ein bisschen besser damit anfangen. Weil ich ja auch nicht unbedingt will, dass euch die Gehörlaschen wegfliegen, oder wie soll man sagen, die Ohren wegfliegen, oder das Gehör, naja, irgendwie sowas. Ist auf jeden Fall ein Classic Track und ja, es geht los. We'll be right back.
house is your house and your house is mine.
Ja, leider bin ich da unten dran gekommen. Deswegen, es war aber 4 Minuten 48 Sekunden. Bis das wieder angesprungen hier ist, sind leider 10 Sekunden vergangen. Habe ich aber trotzdem geschafft. Leider, wie gesagt, bin ich da drauf gekommen. Aber 5 Minuten habe ich ja gesagt, 5 Minuten waren es. Ich hoffe, ihr habt es auch geschafft. Das war das kleine, ja, der kleine Trinkwettbewerb so. Oder ob wir es schaffen oder nicht halt. Auf die deutsche Nationalmannschaft mal eben kurz so. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht mitzumachen. Natürlich haben wir auch immer wieder irgendwelche Nachrichten in irgendwelchen Ecken, die einen ein bisschen irritieren, aber es ist nicht ganz so tragisch. So, das war es auf jeden Fall erstmal wieder mit der Sam Spicy Experience heute mal. Wie gesagt, ein kleines zwischen uns hier, was ich von der EM gehalten habe und halt die Bierchen mal eben kurz mit euch gezücht. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Wie gesagt, passt schön auf euch auf. Lasst mir einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat oder abonniert mich, um keine Folge von Sam Spicy zu verpassen. Wir sehen uns auf jeden Fall die Tage wieder. Also, Peace, haut rein und passt auf euch auf.